das Dorf gerettet. Al-Imen ist allerdings noch immer ohne Bewusstsein. Der Legende nach verfügt Andrastes Asche über wundersame Kräfte, die seine Krankheit heilen könnten. Die Ritter Radcliffs waren auf der Suche nach der Urne der heiligen Asche, und du musst nun zu Ende bringen, was sie begonnen haben. Al-Imen muss ins Leben zurückgeholt werden. Ja. Hahaha. Die heilige Urne. Finde die Urne. Weder Arznei noch Magie konnten Al-Imen heilen, der dem Tod jeden Tag ein bisschen näher rückt. Das ist die Urne der heiligen Asche, die Asche der Andraste, der Prophetin des Erbauers, enthält. Über legendäre Heilkräfte verfügen soll. Lady Isolde hat ihre Ritter auf die Suche nach der Urne ausgesandt, aber sie sind bisher mit leeren Händen zurückgekehrt. Wenn es für Al-Imen neue Hoffnung geben soll, muss die Asche gefunden werden. Du solltest Bruder Jenny Tivi, den Scholar der Kirche in Denerim, aufsuchen, der als einziger in Ferelden aktive Nachforschung bezüglich der Urne betreibt hat. Er vermutlich wichtige Informationen für dich. Okay, Denerim. So, zack, zack, zack. Ja. Ja, unbedingt. Kann ich gleich mal hier zur Hauptstadt gehen und mal schauen, wie es denn da so aussieht, würde ich mal meinen. Zack. Wird geladen. Gebiet freigeschaltet. Marktviertel von Denerim. Warte mal. Morrigan, mach mir einfach mal die Waffen an. Ich verstehe. Sicher ist sicher, dann bewirken meine Truppe wahrscheinlich noch ein bisschen bedrohlicher. So, was haben wir hier? Leute. Ich brauche dringend Verletzung. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. Finster und verrucht sind diejenigen, die seine Gabe genommen und sie gegen seine Kinder gewandt haben. Sie sollen heißen Malefica, die Verfluchten, und weder in dieser noch in der nächsten Welt Ruhe finden. Dazu wollte ich gerade kommen. Ja. Die sind mir irgendwie ein bisschen komisch. So. Schauen wir mal hier. Das Gesetz der Gassen. Annehmen, erstmal alles annehmen. Der vermisste Krieger. Faisals, bitte, Logans Offensive. Bruder und Schwester, wir haben Nachricht erhalten, dass ein Konflikt unmittelbar bevorsteht. Terran, Logan, ehrenhafte Truppen bekämpfen weiterhin alles, was unsere Nation bedroht, und sie verdienen Unterstützung. Du kannst mich am Arsch lecken, Logan. Bom. Dem helfe ich doch nicht. Wo kommen wir denn da hin? Ebenso wie es nur eine Templerwache. Welt, ein Leben und ein. Im Namen Andrastes, der Braut des Erbauers, heiße ich euch in diesem Hause willkommen. Wenn ihr Hochzeits- oder Bestattungsdienste wünscht, solange die Kathedrale geschlossen ist, müsst ihr euch an Schwester Olma wenden. Ist jemand gestorben? Ich erinnere mich an eine Bestattung. King Kaelin ist tot, erinnert ihr euch? Ebenso wie der Großteil seiner Truppen in Ostagar. Der Erbauer sei ihnen gnädig. Warum ist die Kathedrale geschlossen? Das, was du fürchtest. Was allein im Schatten des Todes lebt, ist nur eine Wolke, die vor der Sonne vorüberzieht. Die Verluste in Ostagar waren gewaltig. Jeden Tag wurde ein verlorenes Kind Denerims bestattet, und es warten noch unzählige weitere Trauerfeiern auf uns. Was stimmt mit eurem Freund nicht? Singen Sie jetzt den Gesang? Das ist eine Bestattung, richtig? Er hätte sich vor Jahren in Val Royeaux zur Ruhe setzen sollen, aber er wollte hier bleiben und seine letzten Tage in seiner Heimat verbringen. Das Lyrium ist schuld daran. Sein Zustand kommt vom Lyrium? Warum hört er nicht auf, es zu nehmen? Er wäre dann kein Templer mehr. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Auch wenn er sich an nichts mehr erinnert, wird er doch nie vergessen, wer er ist. Ich komme später wieder. Möge das Licht des Erbauers euch den Weg weisen. Was? Es wird keine Nachspeise erwähnt? Das ist wahr. So, wo haben wir den Genie TV? Aber wir haben hier auch noch Verkäufer, so sieht es aus.
Ich habe hier mal von einem Künstler mein Porträt anfertigen lassen. Es war aber nicht besonders. Wow. Liesel. Guten Tag. Ziemlich viel los auf dem Markt, nicht wahr? Ruht euch hier aus. Ich habe die beste Auswahl an Blumen und Duftölen aus Orle in ganz Denerim. Für euch vielleicht? Die Öle sind bei einem Bad sehr entspannend. Ha. Ich möchte etwas Praktischeres. Das ist ein guter Duft doch. Schließlich ist Ferelden nicht mehr voller Barbaren. Mit der Nase bildet man sich ebenso ein Urteil wie mit Augen und Ohren. Aber ihr wirkt gerüsteter als die meisten meiner Kunden. Vielleicht wollt ihr zum Rüstungsschmied Wade im Süden. Er soll ein wahrer Künstler sein. Ich muss gehen. Die hatte nix für mich. Mal wieder. Schüler Fate. Schüler? Mal schauen. Was ist? Ich habe zu tun. Nix. In Ordnung. Immer so undankbar. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas. Ja, ja. Willkommen, willkommen. Hier findet ihr nur den härtesten Zwergenstahl, hundertfach gefaltet in den Schmieden Orsamas. In Zeiten wie diesen kann eure Gruppe unterwegs doch bestimmt ein wenig zusätzlichen Schutz brauchen. Zeigt mir, was ihr anzubieten habt. Jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Vaters meiner Frau, des besten Schmiedes in ganz Denerim. Meteoritenschwert. Alter. Wenn das mal nicht abgeht, Freunde. Oh, also das Torvalds Glücksilberit. 10% auf erhaltene Heilungseffekte, 4%. Alter Schwede, Leute. Das geht doch gar nicht klar. Ja, toll, wieso. Ach du Scheiße, 5. Plus 75 Ausdauer. Eieiei. Also sind schon ein paar geile Stücke dabei, muss ich ja echt mal sagen. Auch wenn ich hier jetzt gerade ein bisschen mehr auf Tränke hätte zugreifen können. Berserker! Zack, das kaufe ich mir. Und dann kaufe ich mir diesen Meteorschwert, weil das einfach geil ist. Zack. Spezialisierung. Berserker. So, wo habe ich denn das Buch? Habe ich schon direkt gelernt? So, Buch, Buch, Buch. Gut. Ich nehme erstmal das Meteoritenschwert. Zack. Wenn das nicht geil ist. Gut, auf dieses minus 25% Geistresistenz hätte ich eigentlich verzichten können, aber ganz ehrlich, da, das ist mir jetzt gerade so ein bisschen egal. Ich kenne euch aus Ostaga. Bei Andrastes Blut. Ihr seid ein grauer Wächter, Duncans Schülerin. Ihr habt meinen Freund getötet und den großen König Kaelin. Ich verlange Genugtuung, Sir. Genugtuung? Eine außergewöhnliche Verräterin verdient keinen gewöhnlichen Tod. Wir treffen uns auf dem Feld der Ehre und meine Klinge wird der Gerechtigkeit Genüge leisten. Wir treffen uns in der Seitengasse hinter der Taverne zum müden Adligen. Dort duellieren wir uns. Tja, wenn ihr meint, einen irregeleiteten Narren. Aber die Ehre verlangt es, dass ihr akzeptiert. Eure Ehre vielleicht, aber nicht meine. Lebt wohl. Ihr kehrt mir den Rücken zu? Es ist noch nicht vorbei, Wächter! Wie geil! Geboren! Taverne zum müden Adligen. Ich könnte dem ja jetzt folgen. Da ist Genie TV, da muss ich auch sowieso hin.
Was ist denn das noch für ein Fahndungsplakat? Das würde ich gern mal. Graue Wächterplakat. Glaubt den Lügen nicht. Die Freunde der grauen Wächter sammeln sich. Die verborgene Perle hütet den Schlüssel zum Widerstand. Die Griffins werden sich wieder erheben. Okay. Und der eine Typ ist scheinbar verschwunden. Aber gut, soll mir recht sein. Mal hier. Genie TVs Haus. Klopf, klopf. Aha. Wer ist da? Dein schlimmster Albtraum. So, was haben wir denn hier? Waylon. Mal schauen. Ja, was wollt ihr hier? Wer seid ihr? Ich heiße Waylon. Ich bin der Assistent des Scholaren Bruder Genetivi. Das hier ist sein Haus. Und wo ist er? Ich suche ihn. Dann sind wir schon zu zweit. Ich habe Bruder Genetivi seit Wochen nicht gesehen und auch keine Nachricht erhalten. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Genetivis Nachforschungen wegen der Urne haben ihn womöglich in Gefahr gebracht. Ihr glaubt, er ist wegen der Urne in Schwierigkeiten? Vielleicht gilt die Urne nicht ohne Grund als verloren. Ich bete für Genetivis Wohlbefinden. Aber täglich schwindet meine Hoffnung mehr. Ich wollte Hilfe schicken. Vor einiger Zeit waren Ritter aus Redcliffe hier, die zu ihm wollten. Ich habe ihnen alles gesagt, aber sie sind auch verschwunden. Ich muss ihnen nach. Ich brauche die Urne für Al-Eamon. Nein, fragt mich nicht nach ihrem Ziel. Ihr würdet ihnen folgen und womöglich dasselbe Schicksal erleiden. Diese Suche ist ein Fluch.